Die Finsternis ist die größte Feindschaft des Lichts und ist doch die Ursache, dass das Licht offenbar werde. Böhme ist der erste Denker, der etwas Neues in die europäische Philosophie einbrachte. Hervorragend bei Böhme ist sein Konzept Gottes als etwas unerhört Komplexes, etwas Unergründliches und endlich als etwas voller Widerspruch. In Deutschland, in der Zeit der Romantik, lesen alle Böhme. Zum Glück finden sich unter den exzellenten Entdeckern von Böhme auch die herausragendsten polnischen Dichter. Ich denke, dass einige von Słowackis Werken ohne Bezug auf Böhme nicht erklärt werden können. Es ist sicher, dass in der Wiege der russischen Theologie, also in den Akademien Moskaus und Kiews, in dieser Zeit auch die Schriften von Jakob Böhme gelesen wurden und dass diese auf die russische Kultur ausgestrahlt haben. Vom protestantischen Standpunkt aus ist er ein Heretiker. Der Heretiker ist nach der Etymologie des Worts Häresis derjenige, der Anspruch auf die eigene Wahl seiner Religion erhebt. Er ist ein freier Mensch.